Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich finde, das Gesetz, aber auch die Debatte hier zeigt doch noch mal sehr deutlich, wie sehr CDU und FDP doch zu Getriebenen ihrer eigenen Wahlkampfversprechen und der von ihnen geschürten Ängste geworden sind. Jetzt legen sie hier ein Gesetz vor, das unterm Strich gesehen gar nicht mehr für mehr Sicherheit sorgt, denn es strotzt ja vor Symbolpolitik, die man natürlich, Herr Reul, sehr gut verkaufen kann, überhaupt keine Frage. Nur es bringt eben nicht mehr Sicherheit, aber dafür massive Einschränkungen unserer Bürgerrechte. Und ich finde, Frau Kollegin Schäfer, Entschuldigung, dass ich Sie jetzt sofort unterbreche. Herr Kollege Löb würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Klar, sehr gerne. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich bin hellhörig geworden beim Stichwort Symbolpolitik, weil das für mich nicht recht zusammenpasst. Wenn das denn so wäre, dann müssten Sie vielleicht auch mal ein ernstes Gespräch mit Ihrer grün geführten Landesregierung in Baden-Württemberg führen, die ja ähnliche Maßnahmen wie elektronische Fußfessel oder die Quellen-TKÜ längst eingeführt hat. Die gehen ja sogar noch weiter und führen eine Online-Durchsuchung wird dort ermöglicht. Also meine Frage ist, wie passt das denn zusammen? Ist das dann grüne Doppelmoral an der Stelle oder wie habe ich das zu verstehen? Ja, vielen Dank, Herr Lüppen, für diese Frage. Soweit ich weiß, diskutieren wir heute über die Einführung des Polizeigesetzes in erster Lesung hier in Nordrhein-Westfalen. Und ich kann Ihnen sehr gerne darstellen, weil Sie es offenbar ja nicht wissen, wo ich hier Symbolpolitik sehe. Das erspart mir noch ein bisschen Redezeit. Also insofern danke für die Frage. Also ich finde, Symbolpolitik gibt es hier in diesem Gesetzentwurf an sehr vielen Stellen. Man könnte die Quellen-TKÜ aufführen, wo man sagen muss, bereits in § 100a Strafprozessordnung gibt es die Möglichkeit für die Polizei, präventiv TKÜ und auch Quellen-TKÜ-Maßnahmen nach der letzten Reform durchzuführen. Thema Videobeobachtung. Sie wollen, dass der Ausschluss von Verdrängungseffekten jetzt Gesetz wird. Und ich fand es gerade sehr interessant. Sie haben damit argumentiert, wir wollen den Terroristen auf den Füßen stehen. Dann frage ich mich doch allen Ernstes, wo sind denn auf dem Kölner Ebertplatz oder auf dem Neumarkt oder am Wiener Platz in Köln, wo laufen denn da permanent Terroristen rum, die man jetzt per Videobeobachtung beobachten sollte? Also auch das ist für mich eine Symbolpolitik. Die Fußfessel, wo Sie es gerade ansprechen, auch die Fußfessel ist Symbolpolitik, wenn Sie meinen, dass Sie mit der Fußfessel Anschläge verhindern können. Sie werden mit der Fußfessel keinen einzigen Anschlag verhindern. Im Gegenteil, Nordfrankreich hat doch gezeigt, der furchtbare Anschlag auf die Kirche in Nordfrankreich, wir erinnern uns alle daran, vor 2 Jahren, hat sehr deutlich gemacht, dort hat ja ein Terrorist eine Fußfessel getragen. Sie werden mit der Fußfessel keinen Anschlag verhindern. Und deshalb sage ich, es ist Symbolpolitik, die Sie hier betreiben. Sie verkaufen das groß mit viel Tamtam, aber es ist letztendlich Symbolpolitik. Sie versprechen den Bürgerinnen und Bürgern mehr Sicherheit, die Sie im Endeffekt nicht liefern können. Und das ist genau meine Kritik, die ich an diesem Gesetzentwurf habe, Herr Lürbke. Frau Kollegin Schäfer, kleinen Moment, darf ich Sie noch mal unterbrechen? Herr Kollege Katsidis, Sie hatten sich eben für eine weitere Zwischenfrage eingeklinkt, jetzt wieder ausgeklickt. Soll ich Frau Schäfer fragen, ob sie eine zweite Zwischenfrage beantworten möchte? Ja, sehr gerne. Soll ich offensichtlich? Dann schalte ich Ihnen das Mikro jetzt frei. Ja, können Sie gerne ausschöpfen. Sie haben gerade dargestellt, dass auf der Grundlage von 100a Strafprozessordnung präventiv, haben Sie gerade benutzt, Telekommunikationsüberwachung vorliegt. Nach Ihrer Rechtsauffassung dann ohne dem Vorliegen einer Straftat. Ist das so korrekt? Es ist so, es gibt eine Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht dazu. Ich glaube, die letzte dazu war 2005 zu dem niedersächsischen Polizeigesetz, wo das Bundesverfassungsgericht noch mal sehr deutlich gemacht hat, dass die Anwendungsbereiche für den Landesgesetzgeber, also für uns im Polizeigesetz, sehr, sehr gering sind, eben weil es diese Möglichkeit im § 100a Strafprozessordnung schon gibt und dieser in der Regel auch zuerst anzuwenden ist. Insofern wird es in Nordrhein-Westfalen aufgrund dieser Rechtsprechung und aufgrund der Strafprozessordnung kaum Anwendungsfälle geben, die nach dem Landespolizeigesetz möglich sind. Und auch deshalb sage ich, es ist Symbolpolitik, weil wir brauchen diese Regelung in diesem Gesetz nicht, weil wir hier den § 100a Strafprozessordnung haben. Ja, das ist so unsere Rechtsauffassung, die auch durchs Bundesverfassungsgericht gestärkt wurde. Also vielen Dank für die Nachfrage, Herr Katsidis. So, jetzt, ich glaube, das waren jetzt alle Zwischenfragen, die überhaupt möglich waren. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte gerne noch mehr entgegengenommen. Aber dann komme ich mal zurück zu meiner Rede. Und zwar hatte ich damit aufgehört mit dem Punkt Symbolpolitik. Und ich finde, das ist im Übrigen genau das Gefährliche an diesem Gesetzentwurf, Herr Reul. Wenn Sie
diese Maßnahmen hier machen, dann nehmen Sie auch damit in Kauf, dass Sie gegen die Verfassung verstoßen. Und ich finde, Sie setzen dem Ganzen noch eine Krone auf, indem Sie gegenüber dem WDR erklären, dass es Ihnen egal sei, ob Unschuldige im Gewahrsam sitzen. Und Herr Reul, wissen Sie was? Genau deshalb, weil Sie diese Gefahren auf sich nehmen und auch mit dieser Äußerung, genau deshalb sind Sie, Herr Reul, ein Risiko für unsere Freiheit, ein Risiko für unsere verbrieften Rechte. Und das Schlimme ist, Herr Lürbke, dass die FDP all das mitmacht. Die FDP ist keine Bürgerrechtspartei. Es ist ein Armutszeugnis für Sie, was Sie hier vorgelegt haben. Ich möchte jetzt nur einige Punkte herausgreifen, weil ich ja jetzt nur noch 3 Minuten Zeit habe und würde gerne noch mal auf die Quellen-TKÜ zurückkommen. Und zwar ist es so, dass die technischen Voraussetzungen derzeit für die Quellen-TKÜ ja noch gar nicht gegeben sind. Und zwar sind es Fragen, wie kann der Trojaner tatsächlich nur auf laufende Kommunikation zugreifen oder liest er gleich das ganze Handy aus? Wenn das so wäre, wäre das ein massiver Eingriff auf das IT-Grundrecht. Und das andere ist, der Staat, jetzt Sie sagen, das machen Sie nicht, bei der Presseerklärung haben Sie selbst gesagt, dass die technischen Voraussetzungen noch gar nicht geklärt seien. Also insofern haben wir hier ein Problem und es ist so, das sagen ja auch Experten, dass wir diesen Trojaner so noch gar nicht haben. Das andere ist, der Staat macht sich zum Hacker, der Staat nutzt Sicherheitslücken aus und deshalb gibt es eben auch scharfe Kritik aus der IT-Branche, zum Beispiel von dem größten Verband Bitkom, die sehr scharf die Quellen-TKÜ kritisieren und dem schließen wir uns als Grüne an. Zum Thema Unterbindungsgewahrsam. Sie wollen ja hier die Dauer des Unterbindungsgewahrsams massiv ausweiten und das ist ein schwerwiegender Grundrechtseingriff, weil es eben in die Freiheit der Personen eingreift. Und auch hier muss ich Ihnen widersprechen, Herr Reul. Sie haben gesagt, Sie haben sich an das BKA-Urteil angelehnt. Das stimmt aber nicht ganz. Das BKA-Urteil hat gesagt, der Staat darf Maßnahmen zur Informationsgewinnung auch im Vorfeld machen. Er hat aber noch nicht beurteilt, ob es eben auch Maßnahmen zur Gefahrenabwehr geben darf. Insofern betreten Sie rechtliches Neuland. Es ist ein verfassungsrechtliches Risiko, was wir haben. Ich bin gespannt dazu, wie die Rechtsprechung sich weiterentwickelt. Aber auch das hier ist im Übrigen ein gutes Beispiel für Symbolpolitik. Denn glauben Sie allen Ernstes, dass ein Gefährder nach einem Monat in einer Ausnüchterungszelle in einem Polizeipräsidium tatsächlich geläutert ist. Also ich meine, das ist doch wirklich an Naivität nicht zu überbieten, Herr Reul, wenn Sie das wirklich meinen. Und der dritte Punkt, den ich hier noch ansprechen will, das ist die Identitätsfeststellung. Derzeit ist es so, dass die Polizei jemanden zur Identitätsfeststellung für 12 Stunden mit aufs Präsidium, mit auf die Wache nehmen darf. Das wollen Sie auf bis zu 7 Tage ausweiten. Und das, obwohl... Und das, obwohl es weder eine Straftat ist, sich nicht ausweisen zu können, und es gibt in Deutschland auch nicht die Pflicht, an Erklärung der eigenen Identität mitzuwirken. Und daran ändert auch Ihr Applaus nichts. Und wir reden hier von Personen, die keine Straftaten begangen haben, die auch nicht im Verdacht stehen, Straftaten zu begehen. Wir reden von der Identitätsfeststellung und von nichts anderem. Und die wollen Sie für eine Woche einsperren. Und da kommen Sie nicht nur an die Grenzen des Rechtsstaats, wie das gestern Herr Laschet auf der Veranstaltung der GdP gesagt hat. CDU und FDP waren ja leider nicht da. Man kommt hier nicht nur an die Grenzen des Rechtsstaats, sondern aus unserer Sicht, ja, Sie waren im Plenum, das ist schön, Herr Laschet als Abgeordneter, Ministerpräsident, Herr Reul und andere waren nicht im Plenum. Also insofern haben wir uns das rausgenommen, dann auch mal die Gewerkschaft zu besuchen. Aber der Punkt ist, es ist so, dass wir hier nicht nur an die Grenzen des Rechtsstaats gegangen wird. An dieser Stelle werden die Grenzen des Rechtsstaats ganz klar überschritten. Aus meiner Sicht ist diese Regelung zur Identitätsfeststellung rechtswidrig, es ist verfassungswidrig und das werden wir als Grüne auch nicht hinnehmen. Und es ist so, das hatte ich gerade schon mehrfach ausgeführt, viel Aktionismus, viel Symbolpolitik, kein mehr an Sicherheit, dafür insgesamt massive Eingriffe in die Grundrechte. Und ich sage auch, das Lob von Herrn Katsidis in Richtung FDP war ja gerade sehr vergiftet. Wer wirklich mal wegen der Bürgerrechte in diese FDP eingetreten ist, also aus meiner Sicht ist es jetzt der Zeitpunkt, aus dieser Partei auszutreten. Herzlichen Dank.